Also, ich wollte noch ein Video machen und zwar über, ich sag mal, die nächsten paar Monate, nachdem ich aus der PDR rausgekommen bin, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das ist oder was es da auf einen zukommt. Und bei mir war es, also viele schreiben mir oder haben gefragt, wie überwältigend dieses Gefühl war oder wirklich vollkommen rauszukommen. Es war bei mir, ich sag mal, immer noch gehemmt. Zum einen habe ich der ganzen Sache noch nicht vollkommen getraut. Ich war mir nicht hundertprozentig, ob ich wirklich raus war, weil, wie ich schon erwähnt hatte, im letzten Video ging es bei mir stufenweise. Und da dachte ich auch jedes Mal, dass ich vollkommen draußen bin, aber habe gemerkt, dass ich noch nicht draußen bin. Vielleicht, um mal eine Analogie herzustellen oder einen Vergleich. Ich würde die PDR einfach als Scheibe mit einer bestimmten Dicke beschreiben, die vor den Augen ist. Und bei mir, immer wenn ich einen Schub hatte, wo es mir besser ging, wurde diese Scheibe ein Stück dünner. Und jedes Mal, als mir ein Stück besser ging, wurde die Scheibe einfach etwas dünner. Und jedes Mal habe ich gedacht, weil der Zustand auf einmal wieder so anders war oder normaler war, habe ich gedacht, ich bin raus. Aber dann habe ich gemerkt, ah, es ist immer noch eine Scheibe da, die einfach dünner ist oder irgendwie diese Trennung zur Realität. Deshalb, als ich dann vollkommen draußen war, war ich mir immer noch nicht ganz sicher, weil ich einfach darauf gewartet habe, dass mein Gehirn, sage ich mal, sich an die Situation wieder gewöhnt und mir dann Rückmeldung gibt, aha, es ist noch nicht, du bist noch nicht ganz draußen. Aber dann die Rückmeldung kam beim letzten Mal dann einfach nicht mehr, worüber ich sehr froh bin. Und ja, daher weiß ich, dass ich eben komplett raus bin, weil es wirklich wieder normal ist. Was hatte ich für Erscheinungen oder was hat mich trotzdem noch begleitet? Hin und wieder gab es immer wieder Momente, Situationen, wo ich wieder reingerutscht bin in die DPDR, aber wirklich nur sehr leicht. Also wenn ich bei diesem Scheibenvergleich bleibe, dann bin ich zurückgerutscht, aber die Scheibe war immer noch sehr dünn. Also kaum bemerkbar. Und es waren immer Situationen, so Stresssituationen oder ihr wisst ja selber, was bei euch schlimmer macht. Und diese Situation bei mir, dann war ich wieder drin. Aber ich wusste auch immer, dass ich wieder rauskomme, also recht schnell. Es hat 10, 15 Minuten, haben diese, ich sag, nennen sie mal Rückfälle, immer gedauert. Was jetzt noch begleitend war, weil ich festgestellt habe, war hin und wieder Phasen von Depression und von Angstzuständen oder Nervositätszuständen, wie man sie auch nennen will. Und die Angst, also nee, die Depression, die kam für mich wirklich aus dem Nichts, ohne wirkliche Ursache, nicht, also zumindest nicht, die ich feststellen konnte. Also, ja, es kam einfach so ein Gefühl von Depression, die wirklich an einem zieht. Also jeder, der irgendwie Erfahrung damit hat, das kann man sich auch wiederum nicht vorstellen, wenn man es nicht mal durchlebt hat. Es zieht einfach an einem, auch physisch. Also ich konnte keinen Sport, habe versucht laufen zu gehen. Ich wusste, dass es einfach nur irgendwie in meinem Kopf ist, aber ich konnte nicht laufen. Ich bin 100 Meter, 200 Meter gejoggt und musste aufhören, weil es wirklich nicht ging. Es war am Anfang noch schlimmer als, auch viel schlimmer als danach, weil ich dann einfach wusste, aha, ich habe schon gemerkt, ah, jetzt kommt wieder so ein Schub von Depression und der wird auch vorbeigehen. Meist so einen halben Tag weniger und dann ging es mir wieder besser, maximal einen Tag. Ich weiß auch nicht, was man jetzt dagegen machen könnte. Einfach, ja, einfach, man darf die Gedanken einfach nicht außer Kontrolle geraten lassen. Man kann sich da ja reinsteigern. Also einfach denken, okay, es wird besser. Also man kommt da wieder raus. Und bei den Angstzuständen, bei mir hat es immer in so manifestiert, dass man sagt ja, man ist gelähmt vor Angst und ich hatte so ein Taubheitsgefühl
in meinen Arm. Und was sehr unangenehm war. Und was man dagegen machen kann, falls es noch jemand hat, viele, die DPDR haben, sagen ja auch, dass sie sich, dass sie, oder es ist ja so, dass man sich seinen Körper nicht wirklich wahrnimmt, nicht wirklich spürt. Und dagegen kann man was machen. Eine Therapeutin hat mir empfohlen, dass man, und ich mache es jetzt am Beispiel von den Armen, dass man sich wirklich in seinen Arm hineindenkt. Also von, ich sag mal, man denkt sich wirklich rein in den Arm, geht den kompletten Arm entlang und dann in die einzelnen Finger rein nacheinander. Also mit den Gedanken einfach drauf konzentrieren. Und das macht man ein paar Mal auf beiden Seiten. Und dann stellt es wirklich eine bessere Verbindung wieder her zum eigenen Körper. Und das kann man natürlich mit dem ganzen Körper machen. Also für die, die sich wirklich nicht spüren, einfach so in den ganzen Körper hineindenken. Das hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, aber ich meine, man soll ja nichts unversucht lassen und mir hat es auch geholfen. Noch eine weitere Möglichkeit, die sich fast noch absurder anhört, aber ja, wie gesagt, man soll ja nichts unversucht lassen, ist, wenn man sich jetzt hinlegt und dann sich vorstellt, also es geht darum, wieder diese Einigkeit von Körper und ich sage jetzt einfach mal Geist herzustellen, ist, dass man sich hinlegt und dann sich wirklich mental vorstellt, wie man ich sag, der Energiekörper, wie er hin und her rollt. Also wirklich, wie man selber so einfach da liegt und so hin und her rollt. Und das stellt auch wieder so eine Verbindung her zwischen Körper und geistig. Diese Wörter gefallen mir wirklich nicht, weil es so, ja, es hört sich so ein bisschen esoterisch an, aber man soll ja alles probieren. Also die zwei Sachen haben mich dann noch belastet, nachdem ich vollkommen raus war. Aber ich bin hin und wieder mal reingerutscht. Ich hatte immer wieder mal ein Depressions, bin wieder in so einen Zustand von Depression gefallen. Und diese Angstzustände, aber es ist alles vorbeigegangen. Und ansonsten lebt es wieder gut, würde ich sagen, abgesehen von den Sachen. Aber aus der DPDR bin ich wirklich, also aus diesem Horror bin ich raus. Ja, ich hoffe wie immer, dass euch das ein bisschen was gebracht hat. Und bei Fragen könnt ihr mir immer eine E-Mail schreiben.